6 Wochen ist es her, dass Tana getötet und ich befördert wurde. Weihnachten. Wir verschanzen uns in den Wäldern der belgischen Ardennen. Es ist so kalt, dass wir Eiszapfen pinkeln. Das wird ein Kampf. Mit Tana haben wir unseren Beschützer verloren. Paul, ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Frohe Weihnachten, Turner. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner. Turner! Auf Turner! Verdammter Glückspilz. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend. Denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, locker. Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund. Ja, dachte ich mir. 6 Jahre dienten wir zusammen. 6. Beschissene Weihnachten. Der Konvoi kommt durch und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Und Pearson. Schicke Stiefel, Kamerad. Sind die neu? Ja, er hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist davor. Wenn Pearson nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal kannte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Tolle Weihnachten, was, Männer? Ja. Soll ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln? Wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abfrieren kann. Oh, scheiße, Angriff. Hey, hallo, zurück an das MG. Ja, Sergeant. Sergeant, gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Sie haben mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs deine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leer geschossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. Wie geht's Ihnen denn? Nicht bei der Wolken, denn die Piloten wollen nicht miteinander kollidieren. Die Wolken aufreißen, sieht es schon ganz anders aus. Was wirst du tun, wenn es ganz scheiße? Wie geht die Munition? Ja, Daniels. Was hast du denn in dieser Gegend verloren? Munition für alle. Sieh an. Ist der gute alte Nikolaus. Wirf es unter unseren Baum. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße! Deutsche auf dem Hügel! 12 Uhr! Waffe klemmen! Daniels, halt sie ab! Was das? Nach mehr suchen. Reichen. Da ist noch einer. Gut geschossen, Daniels.
Der Krautfresser berichtet niemandem mehr. Die Leute sind hier an 88 vorbeigekommen. Meld dich besser mal beim Kommandozelt. Bereithalten! Davis, was zur Hölle war denn da los? Waren wir da? Eine Überraschung hier. Was ist Hau? Schön, Sie kennenzulernen. Ich hatte nicht erwartet... Mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Howards Kompanie hat den Kamm eingenommen. Dass Sie die kämpfen lassen... Oh ja, sterben lassen Sie uns auch. Gut. Wenn dieser Konvoi durchholt, wird dir die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämen. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal eine an. Dennis hat gemerkt, dass er ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Unsere Piloten haben schon genug zu tun. Konvoi ist hier mit Vorrät. Nehmt, was ihr tragen könnt. Jetzt müssen wir diese Jungs nur noch sicher bis zum Rhein bringen. Ja. Auf eine Brücke schnell. Vorbei? Alles okay? Ich lebe. Sie klopfen uns vor einem Angriff weich. Wir müssen Pearson finden. Hier lang. Raumpanzer nähern sich und trennen unsere Linien. Da ist ein Funkgerät im Gefechtsstand. Mit Feuerschutz bringe ich es zum Laufen. Dein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, verdammt! Benehmen Sie sich wie einer! Ich kann nicht verlangen, dass wir ihn da rausholen. Ist aus Queens. Nichts Neues. Wenn du meinst. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus! Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Hey, Sie kriegen das hin. Wenn Howard stirbt, sind wir erledigt. Dann jetzt! Helfen Sie mir mit dem Funk in der Nähe der Raumgrenze! Es ist im Arsch! Das wird eine Weile dauern! Beschäftigt Sie so lange! Raubfresser kommen! Brauche Deckung! Scheiße! Scheiße! Die Granate! Granate! Wir sind im Stand! Dann jetzt! Ich brauche mehr Zeit! Howard! Beeilung! Ich bin beschossen! Wir kommen aus dem Wald! Hoch! Ist das Funkgerät im Meer? Ist es endlich repariert? Howard, du Kerl! Ein Felsen! Ist es repariert? Rover Joe, Rover Joe! Hier Deckwood White 5! Fordere Luftnahunterstützung! Verstanden, Deckwood White 5. Unsere Flieger unterstützen zurzeit schwere Bomber. Ankunft unbekannt. Ende. 509, hier Kommando.
Wir haben eine Notfallanforderung für Luftnahunterstützung erhalten. Übernehmen Sie das nach Erreichen des Zielgebiets. Verstanden, Kommandant. Kümmern uns darum, sobald die Bomber sicher sind. Großänderung vorgenommen. Noch 3 Minuten bis zur Zielposition. Beschützen wir diese Jungs. Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Fliege Ausweichmanöver, um der Flak zu entgehen. Formation halten. Nicht bei den großen Vögeln bleiben. Fliegen wir zur Spitze der Flugstaffel. Deutschen offen halten. Feinde auf 2 Uhr. Oben. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Halten wir sie von den Bombern fern. Formation brechen. Noch eine Gruppe auf 9 Uhr. Nähern sich schnell. Gut geschossen. Ist frei. 10 Meilen bis zum Ziel.
Da sind die Deutschen wieder. Richtung! Einnehmen. Kommando hier 509. Bomber sind sicher. Bereit für Luftnahunterstützung. Verstanden, 509. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Ende. Rover Joe! Rover Joe! Hier Deck und White 5! Wir werden überrannt! Wo zum Teufel bleibt die Luftunterstützung? Durchhalten, Deck und White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. Unterwegs! Wir schaffen es nicht! Nur noch ein kleines bisschen länger! Ein Mann dran als MG!
nicht! Formieren! Halte durch, Kumpel! Deutsche! Du hast mein Leben gerettet! Danke, da halten Sie die Baumgrenze im Auge! Hier drüben! Augen auf! Die Deutschen sind jeden Moment zurück! Wo sind sie? Keine Feinde in Bäumen! Bereit machen! Ich brauche Ihre Position! Geworfen!
Luftangriff auf diese Panzer! Die sind schon in Sicherheit, und jetzt egal! Sie sind ungeschützt! Ja, damit! Rover! Wir brauchen sofort Luftunterstützung auf Neunem! Die Koordinaten! Wie lange sind Sie? 9, 3, 8, 2, 1, 3, 8, 2, 0, Ich weiß so viel wie Sie. Ich krieg bestimmt eine Medaille dafür. Das war gar nicht zu übel. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Fürs Erste. Denn jetzt bringen Sie die Deutschen ins Gefangenenlager. Ja, Sarge. Und beeilen Sie sich. Ich kenne diesen Blick bereits. Kurz vor dem Kasserinpass. Wir sind auf uns gestellt. Obwohl Pearson versucht hat, uns umzubringen, haben wir überlebt und den Konvoi verteidigt. Haben das feindliche Himmelfahrtskommando aufgehalten. Tana wäre stolz auf uns.